Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meine Lieben. Wir sind wieder live heute auf Twitch mit dem neuen Sims 4 Pack Kristall Kreationen Accessoire Pack. Genau, und wir sind live auf Twitch. Das heißt, ihr werdet an der Seite auch ganz lieb begrüßt von den Zuschauern, die gerade live mit dabei sind. Dieses Video kommt dann auch online auf meinem YouTube-Live-Kanal. Das heißt, hier finden immer Livestreams statt. Falls ihr das erste Mal jetzt auf mein Video geklickt habt, gehen diese Livestreams meistens ein paar Minuten. Also, sie gehen meistens so eine halbe Stunde, Stunde. Je nachdem, was das Pack jetzt natürlich auch alles zu bieten hat. Wir wollen uns alles in Ruhe anschauen. Ich werde zwischendurch mal kurz Pause drücken, wenn ich zum Beispiel Pipi machen gehe oder so. Dann ist es sozusagen rausgeschnitten. Ansonsten werdet ihr auch teilweise die Gespräche mit der Community, die live dabei sind, auch miterleben. Also ihr werdet das mitkriegen. Wenn ich zum Beispiel jemanden begrüße oder so, werde ich nicht immer Pause drücken können. Aber zwischendurch mache ich das, wie gesagt. Deswegen wundert euch nicht, wenn so kleine Cuts drin sind, die vielleicht auch ein bisschen unschön wirken, weil ich halt da einfach mal Pause drücke. Okay, wir starten jetzt aber auch direkt rein und ja, let's go, meine Lieben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Musik ändere ich jetzt mal. Weil ich finde es persönlich immer ganz angenehm, wenn entweder gar keine Musik an ist oder wirklich sehr leichte, fast nicht hörbare Musik, damit das Ganze auch nicht so wild wird immer. Ich brauche es gerne ein bisschen ruhiger, weil ich von meiner Art her schon immer sehr wild bin. Und dann wird es immer doppelt wild und dann ist es maximal wild. Okay, hier steht, dein eigener Schmuck. Vervollständige deine Sammlung mit neuen Kristallen und Metallen, mit denen du Schmuck herstellen kannst. Sims können ihre neuen Fähigkeiten am Edelsteinkundetisch verbessern, indem sie Kristalle schneiden und bei der Schmuckanfertigung kreativ werden. Die Kraft des Mondes. Suche Kristalle oder pflücke sie vom Kristallbaum und mach dich bereit für die volle Ladung. Aufgeladene Kristalle beeinflussen die Stimmung und das Schicksal von Sims. Die von dir hergestellten Stücke werden wahrscheinlich lebensverändernd sein. Das ist schon krass, ey. Dunkel und verträumt. Verleihe deinen Kreationen einen Hauch von Mysterium und Faszination. Die Kleidung und Möbel dieses Packs sind perfekt für eine gemütliche Werkstatt geeignet. Es gibt auch ein Schmuckset, das in Zusammenarbeit mit Simmerin Areta B erstellt wurde. Schön, cool. Hier sehen wir auch schon die ein oder anderen Bilder, aber wir wechseln jetzt direkt ins Gameplay. Das Video ist übrigens gesponsert bei EA. Nee, wartet mal. Nicht das Video ist gesponsert bei EA, sondern der Key ist gesponsert von EA. Das ist ein Vorabzugang, den ich habe. Deswegen können wir uns das Pack schon vorher anschauen. Der offizielle Release ist 19 Uhr. Aber dank EA, also vielen Dank an der Stelle, habe ich den Key schon vorab bekommen und kann euch das jetzt eben auch alles zeigen. Ich würde sagen, wir fangen im Kass an, danach im Baumodus und dann Gameplay. Und ich kann wirklich nicht einschätzen, wie lange wir in diesem Video heute brauchen. Je nachdem, wie lange wir brauchen, spielen wir noch die Vermieter Rex Riches. Aber es kann auch sein, dass wir den ganzen Tag mit diesem Pack hier verbringen. Okay, wir gehen jetzt als erstes mal in den Create a Sim. Okay, wir fangen jetzt einfach mal im Create a Sim an. Wir erstellen mal einen Sim. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wie sehen wir denn? Lena, Hallöchen, 09, Hallöchen und Finja, Hallöchen. Kristallkreation. Oh mein Gott, es gibt zwei Frisuren? Okay. Es gibt diese Frisur. Ich nehme mal den Haken bei weiblich raus. Ja, genau, weil die Frisur gibt es auch auf jeden Fall bei den Männern. Ich benutze ja hauptsächlich Custom-Content-Frisuren. Deswegen beurteile ich die Frisuren aber trotzdem objektiv. Auch wenn die meistens, wie gesagt, nichts für mich jetzt sind, aber die ist cool. Die ist sehr, sehr cool. Wie ist das mit den anderen Haarfarben? Ah ja, okay, das machen die wieder automatisch. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass man die Zweitfarbe nicht selbst bestimmen kann. Aber sieht cool aus, ne? Ja, ich weiß, Tanja. Ich weiß. Ich weiß, Leute. Wir klicken das jetzt durch. Wir klicken das jetzt. Oder was macht's? Ja, ich kann auch alle einblenden lassen. Also ich dachte halt, wir klicken uns durch. Aber wir können auch direkt alles einblenden lassen, wie ihr wollt. Und Evi, Hallöchen. Dann gibt's noch diese hier. Die ist auf jeden Fall auch schön. Ich mag das am Haaransatz. Also das kriegen sie mittlerweile wirklich gut hin, dass der Haaransatz... Oh, da ist ja ein Schmuckstück hinten drin. Oh, das ist hübsch. Oh, das ist wirklich sehr hübsch. Also nicht so meine Frisur, weil ich Custom-Content-Frisuren habe. Aber das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Also, ja, doch, doch. Mhm. Oh, da ist auch ein tolles Schmuckstück im Haar. Oh, wow. Oh, das ist richtig süß. Guckt mal. Also die ist echt hübsch. Die gefällt mir ganz gut. Ich mag auch die Länge. Ich hätte es, glaube ich, noch schön gefunden, wenn es hier ein bisschen lockerer wäre. Aber will mir jetzt nicht beschweren, ne? Und oh, das ist auch cool. Das sind so Ringe. Oh, das ist ein richtig schöner Dutt.
Guck mal, das ist ein richtig schöner Dutt. Der wirkt hinten richtig schön. Mit den kleinen raushängenden Härchen. Süß. Love it. Hier vorne vielleicht ein bisschen zu kantig, aber hinten mag ich es echt sehr. Sieht toll aus mit dem Dutt. Ich glaube, Mützen oder sowas gab es keine, aber wir filtern natürlich trotzdem. Mm-mm. Schmuck. Gehe ich jetzt natürlich davon aus, dass es ein bisschen was gibt. Okay. Es sind jetzt nur zwei Varianten. Jetzt lass mich mal gucken. Oh mein Gott, das sieht ja richtig schön aus. Ich gehe mal davon aus, dass es dann irgendwie... Also wir müssen mal gucken, wie das dann natürlich funktioniert mit dem Gameplay, ne? Es ist ein Pack für 9,99. Es ist ein Accessoire-Pack. Die sind richtig schön, die Ohrringe. Die gefallen mir gut. Ist auch schön mit dem Stein vorne dran. Genau, man muss den Rest dann herstellen. Das kann ich mir auch vorstellen. Und dann gibt es diese Kette hier. Warte mal, da muss ich mal die Jacke ausziehen. Girl, entkleiden Sie sich bitte einmal. Ups. Gute Fahrt, Lena. Und Ines, hallöchen. So, schaut mal. Das ist eine sehr schöne Kette. Also die gefällt mir auch sehr gut. So eine habe ich auch noch nicht über Custom Content im Spiel. Das gefällt mir. Mag ich. Dann lasst uns doch ihr mal diese Frisur auch geben. Also normalerweise benutze ich ja, wie gesagt, Custom Content. Aber ich glaube, für die Review werde ich jetzt bei diesem Sim mal die Haare so machen. Oh, warte mal. Eigentlich auch mit dem Braun ganz schön, ne? Oh, schöner Skin. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht benutzt. Oh, ui, oh. Na. Ah. Hm. Oh, der ist auch hübsch. Toll. Auch ein schöner. Ach, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Wartet kurz. Haben wir gleich. Vielleicht so ein bisschen feenmäßig. Ich glaube, ich habe die alle rausgelöscht. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir eine Fee machen, aber ich habe, glaube ich, die Skins rausgelöscht, die ich kurzzeitig drin hatte. Ich weiß es nicht. Lu, hallöchen. Oh, der ist aber auch schön, der Skin. Der ist süß. Das sieht ein bisschen aus, als hätte sie Sonnenbrand im Gesicht. Den nehmen wir. Aber sie kriegt noch Wimpern. Hallo, Girl. Wimpern, excuse. Glaub mir, du brauchst es. Wimpern sind wichtig und richtig. Ui. Ui, guckt. Ui, ja. Und sie kriegt noch richtig tolle Augen. Wir müssen uns nur die Nummer merken, weil ich möchte gerne wieder von diesen Augen hier benutzen. Ah, nee, das sind wieder nur die einzelnen, gell? Das kriegen wir nicht hin. Wir scrollen mal ganz nach unten, damit wir nicht immer so ein Filter-Issue haben. Oh, rosane Augen. Ist auch cool, oder? Hey, hallo, ich habe blau ausgewählt. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, welche Nummer das ist, ne? Wartet mal. Neben der 88. Oh, warte mal, kann ich das... Ey, sag mir nicht, dass das gefixt wurde, Leute. Das wurde nicht gefixt, oder? Das ist doch neu, dass das in den Kategorien bleibt. Manu, hallöchen. Ich habe mir nur einen Teil der Patchnotes durchgelesen.
Das ist doch neu, dass es in den Kategorien bleibt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Naja. Manu, Hallöchen. Das ist eine Simin, die wir kurz erstellen für unser, für unsere Pack-Review. Ich bin gerade die Kategorien rübergegangen. Der hat die Augen gespeichert. Ich bin einfach rübergegangen und der hat die Augen gespeichert gehabt. Und normal muss ich die ja immer manuell auswählen. Und ich muss vor allen Dingen auch immer bis runter scrollen. Aber der hatte das irgendwie gespeichert. Nein, wir beobachten das einfach mal. Sie sieht super süß aus, oder? Voll toll. Sehr schönes Girl. Oh, das ist ein bisschen arg groß, die Augen jetzt. Hoppala. Wie verklickt. Upsi. Aber nur ein bisschen größer. Machen wir die Augen trotzdem. Wow. Schönes Gesicht. Das wäre cool. Ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, was das gerade war. Müssen wir mal beobachten. Was gibt es denn hier noch? Warte mal. Das ist eigentlich alles, ne? Das haben wir uns angeschaut. Ja, genau. Okay. Aber nicht, dass das Make-up dann auch übernommen wird. Weil das wäre jetzt wiederum wild. Nee, was denn das? Nee. 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 Irgendwie schon. Irgendwie ist es das. Ich lieb's irgendwie, ne? Nee, da wird's nicht übernommen. Ja, komisch. Krass. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Lassen wir uns nicht aufhalten. Attention, attention. Wir haben eine Mission. So, Oberteile. Show me die Oberteile. Für beide Geschlechter, bitte. Oh, für Männer gibt's viel mehr als für Frauen. Okay, das ist für Frauen. Ist eine sehr schöne Bluse, da kann man nichts sagen. Ich mag das, dass sie sehr schön anliegt am Körper. Ich mag diese kleinen Rüschchen an den Ärmelchen. Und die Swatches sind auch ganz nett. Ist eine ganz süße Bluse. Das sind die Klamotten für die Männer. Also die nur in der Männerfilterung kommen. Finde ich aber auch für die Frauen sehr, sehr schön. Also ihr steht es zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ich glaube, eins davon nehme ich auch bei ihren Alltagskleidungsding. Dann haben wir das hier. Ja, ist eine sehr schicke Jacke. Haben wir so auch, also habe ich jetzt so auch noch nicht im Kopf. Das finde ich auch cool. War jetzt auch bei den Männern mit drin, ne? Oder? Ist sehr, sehr schick. Ist auch mal was Neues, ne? Ja. Dann haben wir einen großen Hoodie. Oh, der ist auch ganz... Ah, wobei die Knöpfe relativ verpixelt aussehen. Sowas mag ich als nicht so gerne. Ansonsten vom Schnitt eigentlich ganz cool, aber mir wirkt es ein bisschen zu verpixelt. Und dann gibt es noch dieses Strickjäckchen. Das fand ich, finde ich schön. Das gefällt mir gut. Ja, das ist ganz nett. Ja, ist ganz nett. Hm. Aber das gefällt mir sehr gut. Das lasse ich auch direkt mal. Dann gucken wir mal bei Hosen. Ach, da wird immer noch was angezeigt. Aber ich habe doch jetzt alles gesehen. Ha. Ah, okay. Mhm. Okay. Dann gucken wir uns mal die Hosen an. Da bin ich auch mal ganz gespannt. Weil Hosen haben wir irgendwie nicht so viele schöne. Okay, ein Rock. Aha. Ah ja, okay. Oh, das sieht sogar ganz süß aus. Auch mit der Weste tatsächlich. Oh, guckt mal. Das ist richtig cute. Ich nehme mal den Tag raus. Genau, ich nehme mal den Tag gleich raus. Oh, die Hose finde ich schick.
Die sieht cool aus. Ja, die Hose ist schick. Aber der Rock ist auch toll. Nee, das ist alles, was wir sehen. Ich habe keinen Tag gehabt von Männern oder Frauen. Hier auch nicht. Also ich glaube, den nehme ich in weiß. Das sieht super aus. Direkt ein Hallöchen. So, dann lass uns mal bei Schmuck gucken. Es gibt Strümpfe. Oh ja, okay. Süß, weil Strümpfe haben wir gar nicht mal so viel im Spiel. Ich würde sie jetzt nicht dazu anziehen, aber es ist cool, dass es Strümpfe gibt. Dann gibt es Ringe. Können wir den irgendwie, können wir die besser sehen, die Ringe? Ah, nee, ne? Ja, da sieht man es ein bisschen besser. Okay, den gibt es auch in verschiedenen Farben und dann die anderen. Ich nehme jetzt aber mal keinen Ring, weil wir im besten Fall ja selbst einen machen, ne? Genau, also für ein Accessoire-Pack ist es schon in Ordnung mit den Klamotten, finde ich auch. Also es ist eine in Ordnung Menge. 3 Paar Schuhe. Okay, wir haben diese hier, die haben wir auch im Trailer gesehen. Ja, die sind echt hübsch. Mal schauen, wie oft ich sie anziehen werde, aber hübsch sind sie. Die sind richtig cool, finde ich, weil die Blumbobs haben. So ein bisschen Cinderella-like, die Schuhe. Die finde ich echt toll. Die passen jetzt auch nicht zu diesem Outfit hier, aber erinnern mich ein bisschen an Cinderella. Und das sind auch, upsa, das sind auch Männerschuhe. Also die mit dem Tag Männer dazugekommen sind. Ja. Ich ziehe jetzt vielleicht diese hier an. Aber irgendwie noch eine Strumpfhose. Ach, warte mal. Ist Basegame-mäßig vielleicht noch was dazugekommen? Und das wird deswegen angezeigt? Nee, ne? Mm-mm. Weil hier wird was angezeigt, aber es ist nichts da. Willkommen zurück, Jasmin. Okay, na gut. Dann mache ich ihr aber noch eine Strumpfhose drunter. Sina, Hallöchen. Also Cass sieht bisher echt gut aus. Also mag ich. Sind wirklich ein paar schöne Sachen dabei. So, dann machen wir ein weiteres Outfit, damit wir das jetzt behalten können. Dann gucken wir mal hier rein. Oh, das sieht ja toll aus. Nein! Oha! Bitte? Hä, wie schön! Und Gray, Hallöchen. Hä, das ist voll süß! Oh, das mag ich. Oh, cute! Also das ziehen wir ja an. Oh, da passen die Schuhe sogar gut dazu mit dem blauen Steinchen. Oh, schönes Kleid. Oh, love it, Leute. Cookie einmal. Oh, das aber auch schön mit der schönen Schnalle. Ui. Ui. Oh, da ist ein Mond und sowas drauf. Ui. Oh. Lass ich hier auch mal an. Dann haben wir noch das hier. Oh, das ist auch irgendwie ganz süß. Also ich glaube, die Kombination mit Reich der Magie ist schon geil. Weil Reich der Magie ähnliche Klamotten hat. Ich glaube, das matcht sehr schön mit dem Pack. Super süß. Love it. Oh, Reich der Magie, Leute. Ich sag's, wie es ist, ne? Also ich bin nicht ein Fan von allen Swatches, aber ich bin schon ein Fan. Also ich gehe mal ganz kurz auf Abendkleidung und gebe ihr das Kleid hier. Ich bin ein Fan davon. Mir gefällt das richtig, richtig, richtig gut. Also ich finde es wirklich hübsch. Schade, dass die Schuhe farblich nicht matchen, ne? Gut. Okay. Ja. Okay, gut. Ich hätte mir noch gewünscht, dass die Schuhe farblich besser matchen. Aber hey,
Egal. Das ist süß, ne? Das ist wirklich süß. Ich gebe dir mal, also wie gesagt, ich bin ja so ein Maxis Match Mensch, ein Alpha CC Mensch, aber ey, Leute, hallo, guckt mal, Entschuldigung. Schön. Cool. Genau, es ist ein Accessoire-Pack für 9,99. Genau, und wenn ihr euch das Pack holt oder generell neue Sims-Packs holt, dürft ihr super gerne meinen Creator-Key in Saintra mit eingeben. Damit könnt ihr mich finanziell an dem Kauf eurer Packs unterstützen und ich kriege auch einen Teil davon ab. Das wäre super lieb. Wenn ihr Bock hättet, mich da zu unterstützen, dürft ihr das, wie gesagt, sehr, sehr gerne machen. Würde ich mich freuen. Müsst ihr natürlich nicht. Aber müsst ihr natürlich nicht. Okay, dann haben wir Sportbekleidung. Da gebe ich jetzt einfach mal vielleicht mal gucken, was ist da für ein... Ja, finde ich jetzt gar nicht mal so passend für Sport. Vielleicht so ein Hoodie. Ja, doch, der Hoodie geht. Dankeschön. Ihr seid lieb. Wie gesagt, müsst ihr gar nicht machen, aber wenn ihr es machen wollt, würde ich mich einfach freuen. Das supportet mich dann auch. Wenn ihr es euch eh holt. Ja, mach mal einfach so. Ihr seid lieb. Dankeschön. Da freue ich mich. Freue ich mich ja riesig. Ja, komm, das kann sie anlassen. Was denn das bitte? Party wird gepartied hier. Wow! Oh, die Schuhe sind aber... Warte mal, dann nehmen wir doch das. Oh, guck, wie die Schuhe matchen. Was sind denn das für Schuhe? Entschuldigung. Das da. Das Pack. Großstadtleben, glaube ich. Mhm. Mhm. Baden. Oh, wie schön. Das freut mich. Lieben Dank. Dankeschön, ihr Lieben. Das habe ich wieder schon wieder 100 Mal, ihr Lieben, gesagt, ne? Ich mache das immer. Ich weiß auch nicht. Weil ich euch halt immer lieb finde, ne? Hm. Linda, hallöchen. Ha. Das sieht man jetzt zum heißen Wetter an. Haben wir da auch was aus dem neuen Pack, bitte? Wäre schon schön. Ja, ist halt nichts Warmes, gell? Aber es kann ja auch ein lauer Sommertag sein. Da ist noch ein bisschen fresh, deswegen zieht man sich noch was über. So sieht es nämlich aus. Es ist lau. So. Und Winter, da können wir das andere anziehen, was wir gesehen hatten. Das hier. Machen wir es uns einfach. Das ist einfach ein Blambob-Ring. Der sieht so cool aus. Ich will auch einen Blambob-Ring im echten Leben haben. Wow. Kann ich einen Blambob-Ring kriegen, bitte? Schön, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Outfits. Das macht doch nichts, Nati. Ich habe ja den Filter immer rausgenommen bei Männern, gell? Das heißt, wir müssen eigentlich beide Geschlechter immer gesehen haben bei allem. Ich mache mir parallel mal die Liste auf mit den Inhalten, um sehen zu können, falls ich irgendwas übersehe. Das sehe ich jetzt so gar nicht, ne? Okay. Für Kinder und so gab es nichts, so wie das aussieht. Ständchen, habe ich schon Hallo gesagt? Und Mareike, Hallöchen. Okay, wir haben sehr wahrscheinlich... Meine Kamera ist davor, sollte aber was da sein, werde ich euch natürlich zeigen. Es gibt kein neues Bestreben, ne? Sorry, kein neues Merkmal. Ja, schade, ne, Maus? Dann würfeln wir ihr irgendwas. Ich glaube, ich gebe ihr noch Herstellerin. Das macht, glaube ich, Sinn. Weil das ist ja auch eine Art von Herstellung. Oh. Ohrringe für Kinder? Ja, den habe ich gerade gezeigt, den Blambob-Ring. Den hat sie hier an. Säugling und Schokolade Ohrringe bekommen. Ah, okay, gucken wir mal.
Dann gucken wir gleich nochmal nach dem Bestreben. Jetzt stelle ich mal ganz kurz was. Okay. Guck mal bei den ganz Kleinen. Hallo, Kleiner! Oh. Oh, nein! Wie schön! Oh, ich habe letztens noch gesagt im Stream, dass es irgendwie schade ist, dass wir gar keine Ohrringe für Säuglinge haben. Nicht, weil ich unbedingt jedem Säugling Ohrlöcher stechen will, sondern weil das eigentlich schon süß ist. Oh, süß! Ach, das finde ich schön! Cool! Okay, das mag ich. Das finde ich cool. Ich weiß auch schon direkt, wer Säuglinge kriegt. Nämlich unser Kind im Recht und Unrecht Let's Play. Ich habe leider heute den Part schon aufgenommen. Kriegt das Kind nächste Woche Ohrringe. Süß. Okay. Ja, die Grünen sind ein bisschen hässlich. Aber, naja. Okay. Jetzt gucke ich aber auch gleich nochmal nach. Ah, warte mal. Vielleicht gucken wir nochmal nach Ganzkörper. Nicht, dass da noch Armreife oder so dabei sind. Ja, genau, Cray, das war der Gedanke. Nee, da gibt's leider keine. Okay. Gut. Mhm. Aha. Süß. Oh, das ist ja... Da ist ein Plumbob dran. Süß. Ach, das finde ich schön. Da baumelt ein Plumbob am Handgelenk, Leute. Seht ihr das? Das ist ja süß. Okay, das ist schon schön, nicht wahr? Die Frisur gibt es auch für die Kinder. Cool, die gleichen Ohrringe wieder wie eben. Es ist cool, dass es auch diese Frisur gibt für die Kids. Das finde ich nice. Und für die Mädchen gibt es die Frisur. Sehr cool. Okay, schade, dass es den Dutt nicht gibt. Den hätte ich auch schön gefunden mit den Ringen drin. Und dann Teenager, gut, klar, sowieso. Okay, ja, nice, ist gut, ist okay, ist gut. Kann man machen. Dann gehen wir jetzt nach Bestreben schauen. Ich mache mal meine Kamera kurz weg, damit ihr alles sehen könnt. Sekunde. Wo ist denn meine Kamera? Bam, weg. So, was haben wir da? Liebe. Graue Liebe. Liebe ist etwas... Zu jedem Zeitpunkt des Lebens, Liebe ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens etwas Besonderes. Aber Greylove ist etwas anderes. Ist anders, Entschuldigung, Leute. Egal, ob es sich um die erste Liebe mit einem besonderen Sim handelt oder darum, sich nach dem Verlust eines Partners in eine neue Person zu verlieben. Greylove ist weise, aufregend und real. Oh. Da gucken wir dann nochmal. Klamotten habe ich keine gesehen, Babyface bei Kindern. Oh, das ist sehr, sehr süß. Und dann haben wir noch das hier. Kristallkünstlerin. Dieser Sim will Edelsteine schleifen, Schmuck herstellen und die Kraft der Kristalle nutzen. Oh. Nee, weiß ich nicht. Ist das echt vom Pack? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das nicht vom Pack? Wahrscheinlich ist es nur das hier, oder? Das hier. Wahrscheinlich ist das von irgendeiner Mod, die ich heute geupdatet habe, weil so viele Mod-Updates reinkamen. Okay, Leute, das ist eins. Hallo. Es ist doch nur das bei Natur. Das ist es. Nicht Granny Love. Das ist was ganz anderes. Genau. Alisa, Hallöchen. Ja, Senioren-Mod von der Deep Indigo. Genau, das hat doch damit nichts zu tun, Leute, mit dem Pack. Quatsch. Quatsch mit Soße, ne? Genau. Ja, Golden Years Mod, genau, ja, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, ne? Gut, haben wir das auch geklärt. Okay. So, hallo, meine Liebe, du heißt jetzt, Crystal? Crystal klar, so wie Kristall klar. Okay, haben wir das? Ist das super? Schön. Ich glaube, die Kinder haben kein neues Bestreben, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, sie können den Herstellungstisch noch gar nicht nutzen. Aber ich gucke gerne nochmal. Und Lili, Hallöchen. Okay, dann schauen wir mal. Ja, das macht nichts, Tanja. Die nutze ich ja jetzt auch gerade gar nicht. Also ich habe heute auch schon aufgenommen. Also ich hatte keine Probleme mit der Mod drin. Ich musste nur die... Oh.
Mit der Twisted Maxi Mod hatte ich Probleme. Envy, hallo, na, what goes? Also es gibt natürlich keine Bestreben für Jungs, für Kinder, weil, ne, gab's ja noch nie. Außer bei dem einen Pack. Wir haben bisher nur den Kass gesehen, Lilly. Also wir sind noch am Anfang der Review. Aber wir werden jetzt in den Baumodus übergehen. Mit unserer Kristallklar. Mit Crystal klar. Michelle, hallöchen. Und Marie, hallöchen. So, wir ziehen jetzt einfach mal auf ein Grundstück. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wohin. Haben wir das da gebaut? Ich glaube schon, gell? Das haben wir auch gebaut. Nee, wir ziehen in den Wald, Leute. Excuse. Oh, ich hätte auch in einen vorgefertigten Spielstand gehen können. Das wäre vielleicht auch schön gewesen. Nach Glimmerbrook. Aber die sind jetzt alle leider unschön. Da möchte ich jetzt nicht hin. Ich möchte jetzt halt auch kein komplettes Haus bauen müssen. Weil eigentlich brauchen wir wahrscheinlich nur eine Werkstatt, ne, die wir umbauen. Das ist sehr, sehr hübsch. Ich glaube, das hat mal jemand aus eurer Community gebaut, aus unserer Community gebaut. Real Estate on. Lilly, hallöchen. Und Zimtstern, hallöchen. Speckbarbie, hallöchen. Und Conny, hallöchen. Schönen Feierabend euch. Envy, Fabia hat auch schon den Fall gelöst mit ihrem Sohn zusammen. Die haben direkt angefangen, als er gekommen ist, und sie haben ihn auch durch. Es war knifflig, hat sie gemeint, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, Last Exception, gut. Okay, also das ist unser neues Zuhause. Wir haben 15 Schlafzimmer und sind Single. Gut, finde ich auf jeden Fall sehr passend, ne? Aber wir brauchen einen Raum für eine Werkstatt. Oh, sie hat direkt einen Wunsch. Die Kraft eines aufgeladenen Kristalls spüren. Oh, Crystal, so, so, so. Okay. Ja, wir werden jetzt erstmal schauen, was es gibt, ne? Mit dem Kristall-Dingsbums-Set. Accessoire-Pack. Gut. Wir fangen einfach mal an und platzieren mal wie immer alles erstmal. Ich will erstmal sehen, was es gibt, und dann gucken wir mal, was, wo wir das platzieren wollen. So, okay. Also, es gibt einen neuen Stuhl. Oh, der ist schön. Der ist ein bisschen ranzig. Das habe ich gerade eben gemacht. Layla, das ist Free Real Estate. Genau. Jasmin hat es auch nochmal reingeschrieben. Cookie Head, hallöchen. Okay. Den mag ich. Der wirkt ein bisschen ranzig. Und ihr wisst, wie ich zu Ranz stehe. Ich glaube, wir bauen das direkt an, Leute. Wo ist denn hier bitte ein Zimmer? Wir werden jetzt hier ein großes Arbeitszimmer gestalten. Und zwar in diesen Raum. Weg. Alles muss raus. Wir werden da jetzt keine halben Sachen machen, wisst ihr? So. Wie läuft's da ran? Genau. Wir gehen jetzt Pack filtern. Okay. Gibt's Böden? Ich möchte erst nach Boden schauen. Gibt es keinen neuen Boden? Aber ihr braucht doch Boden! Okay, es gibt wenigstens eine Tapete. Ich brauch doch Boden! Weiß jetzt nicht. Es gibt keinen neuen Boden. Ich weiß jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist doch nicht schön. Es gibt keinen Boden. Weiß jetzt nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber die Tapete ist ja mal amazing, oder? Ui. Ui. Die Tapete ist wirklich sehr schön. Die gefällt mir gut. Wow. Nimmst doch eh Sisi-Boden. Nee, Birte, vielleicht hätte ich das heute nicht gemacht. Die Tapete ist sehr schön. Ich würde sagen, wir machen auch direkt mal ein bisschen Farbe in den Raum. Die Vorhänge sind ja mal ugly des Todes. Weg. Weg. So. Ich will mal nochmal schauen. Ja, das ist nicht schlecht. Aber ich möchte bitte wichtige Dinge tun. Manja, hallöchen.
weiß ich jetzt nicht. 50 Punkte Abzug. Ja, das ist schade, ne? Sag ich ehrlich. Und man ja nochmal Hallöchen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Ich bin schon wieder gedanklich überall. Ja, also es ist schön. Die Tapete gefällt mir schon gut. Ich glaube, ich mache sogar orange. Irgendwie finde ich das gerade richtig schön. Das matcht irgendwie ganz toll. Ich weiß nicht, ob wir sogar den Teppich lassen. Ich mag's. Wir lassen's. So, und jetzt gehen wir mal zu den Objekten, die neu rein sind. Habe ich? Ah, Mann, ey. Okay. Okay, jetzt hole ich mal alles raus, was zum Pack ist. Also der Stuhl, der ist schon echt cool. Also den mag ich. Der wirkt ein bisschen ranzig. Was ich halt schön finde, ne? Also, ich mag diesen Look ganz gerne. Dann haben wir diese Couch hier. Die gibt es auch in verschiedenen Swatches. Das ist halt geil mit dem Orange irgendwie. Ich finde es halt schon cool. Also, es macht schon was her. Es macht ein bisschen was her. Ja, ich mag den Stuhl. Der ist einfach cool. Reimt sich ein bisschen. So, dann haben wir dieses Ding hier. Das ist so eine Art Sideboard. Gibt es auch wieder in verschiedenen Swatches. Ist sehr hübsch. Ja. Oh, okay. Mhm. Dann haben wir dieses hier. Das wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Arbeitertisch. So ein Werkeltisch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den hier hinstellen würde, ehrlich gesagt. Weil der hat halt auch Rollen. Hm. Aber irgendwie passt der auch, ne? Das Dunkelgrün zum Orange würde auch passen, gell? Becker, Hallöchen! Dann haben wir diesen Couchtisch. Oh ja, der ist auch ganz nett. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht hin mit dem Dunkelgrün, Leute. Das ist mir zu viel. Ja, wobei Spirituell Mio auch wieder mit... Also da gibt es ja schon ein Pack für, theoretisch, ne? Oh, ey! Es gibt ja dieses Hexen... dieses Geisterjäger-Pack. Oh, toll. Es ist auch wieder so stapelbar und versetzbar. So modular, wollte ich sagen. Modular, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Schöne Sachen. Leute, guckt einmal. Wow, modulare Vitrine. Ui, noch sowas. Ui, und noch so ein Sockel. Ui, ui, lalalala. Ui. Oh. Hey, ich möchte bitte alles in die Hand nehmen. Ah ja. Mhm. Ja, sieht doch cool aus. Perfekt für das kommende Museum. Voll. Also das spielt uns auf jeden Fall in die Hände. Dann haben wir noch diese hier, diese... Sockelvarianten, die sind auch schick, muss ich sagen. Mhm. Dann haben wir diese hier. Die sind offen. Gibt es auch in allen möglichen Swatches. Oh, die grünen sehen auch fein aus. Kann ich mir auch in der Küche gut vorstellen, diese Regale. Alisa, Hallöchen. Astralia, Hallöchen. Also, sieht auch schön aus, ne? Dann haben wir noch das hier. Vitrinenregal. Auch schick. Oh, guckt mal. Das könnten wir vielleicht cool daneben machen. Ach so, na gut. Da gibt es wieder kein Links und Rechts. Ne? Das mag ich auch immer nicht, aber ich werde ja nicht gefragt. Cool. Dann haben wir dieses Gerät hier. Das ist so ein Schrank. Ja, jetzt haben wir leider fast keinen Platz mehr. Doch, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Den gibt es wahrscheinlich auch in den bekannten Swatches. Ja, okay, schön. Mhm. Ja, schön. Le Froschi, Hallöchen, willkommen im Stream. So als Schlüsseltischchen im Flur.
Wie meinst du Schlüsseltischchen? Ach so, wo du das drauflegst. Ja, gute Idee. Das ist bestimmt auch schön, ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, über den Einkaufswagen braucht man nicht reden. Also, das ignoriere ich einfach. Es gibt ja auch schon wieder eine Mod, die diesen Einkaufswagen wegmacht, aber... Also, sorry, Leute. Ich brauche jetzt nicht extra wieder eine Mod im Spiel, nur damit dieser Einkaufswagen verschwindet. Also, die Mod könnt ihr euch natürlich reinfahren, aber... Es ist jetzt auch nicht sehr störend, finde ich. Dann gibt es das hier. Ich musste direkt lachen, als ich das gesehen habe, dass es da jetzt wieder eine Mod für gibt. Oh, das ist ein sehr, sehr hübscher Tisch. Also man sieht auch, mit wie viel Liebe der gestaltet ist, ne? Also der macht einiges her, finde ich. Sehr, sehr hübsch. Edelsteinkundefähigkeit. Oh! Ja, der ist dafür da, um noch mehr Packs zu kaufen. Ach so. Ich habe mir alles angesehen. Ah ja, gut, okay, cool. Ja, also, ne, gut, um noch mehr Geld auszugeben. Der Verkaufstisch, kam also wirklich auch noch ein Verkaufstisch rein. Okay, ich habe gesagt, wir haben schon so viele Verkaufstische, aber jetzt haben wir noch einen. Aber der ist schön, ja, doch. Der sieht ein bisschen nach Flohmarkt aus, finde ich eigentlich ganz süß. Okay, ja, gut, haben halt noch einen Verkaufstisch. Schön, ja, okay, 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 okay. Was ist das da? Oh, das ist dieses Kristallaufladedings. Obacht, das platzieren wir. Was steht dabei? Die Kraft des Mondes ist ein Phänomen, das bis heute viele Fragen aufwirft. Doch der Einfluss des Mondes auf die menschliche Welt ist nicht zu leugnen. Mache dir diese Kraft selbst zu nutzen, indem du deine handgemachten Schmuckstücke oder Edelsteine auflädst und mit ihren mysteriösen Effekten experimentierst. Doch sei gewarnt, es könnten unerwünschte Folgen auftreten. Gut, ihr lieben unerwünschte Folgen. We love it. Perfekt. Mhm. Unerwünschte Folgen. Nein! Oh, ist die schön, Leute. Guckt mal. Wow. Nee. Oh, die ist ja toll. Das ist ja toll. Wow. Schön. Ui, was haben wir da? Ey. Wieso kann man das nicht... Ach so, das ist nur so ein Ding zum Hinstellen. Okay, das ist sehr hübsch. Also das mag ich... Oh, das geht nur da drauf. Das ist eine sehr schöne Sache. Doch, 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 doch. Guckt mal. Mm, das Bild kann mal weg. Wir haben nämlich hier noch eins, sehe ich gerade. Was ist das? Eine Formel wahrscheinlich. Och, Kristallinformationen. Okay, ja, die brauchen wir. Das ist wichtig. Ne? Was ist das? Noch so ein Bild. Okay, das kann man dann vielleicht... Hier hinhängen, das ist irgend so ein Wappen. Ein Spiegel, okay. Das ist ein schöner Spiegel, doch, da ist so ein Kristall mit dabei. Nee, guck mal, der ist doch schön, Leute. Ja, das ist ein ganz netter Spiegel. Ist ein netter Spiegel. Ja, doch, doch, doch. Ist schon schön. Was ist das? Oh mein Gott. Da steht Büste von Cordelia. Und ich hätte fast Brüste von Cordelia vorgelesen und mir gedacht, warum sind das Brüste? Das verstehe ich nicht. Ja. Da können wir dann scheinbar die Ketten drauf aufhängen. Wie schön. Jasmin, ey, das wäre schon lustig, ne? Das wäre schon lustig. So, dann haben wir noch... Oh, das finde ich schön. Oh mein Gott, okay. Wir haben so... Oh mein Gott, das ist schon schön. Das ist schon schön. Und es gibt auch einige Swatches. Look at this one. Look at this one. Love it, Leute, love it. Ja, 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 ja. Moment. Ist ja fast das Gleiche. Naja, so viel Variation gibt's ja dann da doch nicht. Ich nehm's zurück. Dann haben wir einen Teppich auf dem Teppich. Das ist immer eine nette Sache, weil ich meine, oh, der ist ja hübsch. Oh, der hat so eine Struktur. Oh, den mag ich. Der hat so ein bisschen Kord. Seht ihr das? Oh, das ist eine coole Struktur für den Teppich. Den werde ich benutzen. Definitiv. Das ist mein Teppich. Wow. Das ist ein toller Teppich. TT, toller Teppich, ja. Toll, toll. Ich habe den Schreibtisch vergessen zu platzieren. So. Schon besser. Mm, dann haben wir... Oh, das ist auch toll. Ui, guckt mal. Ui, ui, ui. Ah ja. Okay. Ich dachte, da gäbe es noch mehr. Aber das ist schön.
Aussteller, pures Gold. Ah, das sind aber die Sachen, die wir über den Debug bekommen, ne? Nehme ich an. Die wollen wir jetzt natürlich noch gar nicht platzieren. Mondstein, Jade. Die kann man bestimmt finden. So, dann haben wir... Oh, das ist ja ein hübsches Bastelset. In verschiedenen Swatches. Das finde ich echt süß. Also das gefällt mir. Das ist nice. Für alle, die sich jetzt auch für das Pack interessieren, kurze Info. Es wird demnächst donnerstags ein neues Let's Play geben auf diesem Kanal hier, also auf Twitch und auf dem Insane Cross Stream Kanal zum Thema Hunter. Der Dschungelabenteurer. Und da werden wir auch auf jeden Fall mit diesem Pack hier spielen. Also wir werden mit Dschungelabenteuer auf jeden Fall spielen, aber auch, ja, mit diesem. Das wird cool. Nein! Oh, ist das toll! Leute, das ist toll! Der Koffer ist ja schön. Oh, guckt mal! Oh, den mag ich auch gerne. Das passt gut zusammen, ja. Ja, und es wird tatsächlich auch auf dem Insanedra-Kanal ein kleines Special dazu geben, weil ich auch gerne dieses Pack in Kombination mit dem Magie-Pack spielen würde. Also wird es auch dazu nochmal ein kleines Special geben, aber das, ja, ist noch nicht ready. Ach, das ist eine Kerze. Nein, wie süß. Cool. Dann haben wir dieses Ding. Ist es Licht? Scheinwerfer. Ach, cool. So, dann gibt es noch Bücherregale. Jetzt haben wir gar keinen Platz mehr, ne? Also, wir haben dieses Bücherregal. Oh, das ist ein sehr schickes Bücherregal. Das mag ich aber sehr. Uiuiui. Oh, mit Leiter? Ui. Das ist schon sehr schön. Also, das ist wirklich schon sehr schön. Dennis, Hallöchen. Guckt mal, Leute. Das ist schon sehr schön. Ha? Huh? Wow. Okay, dann haben wir Baumodus technisch aber alles gesehen. Es sind schöne Sachen mit dabei. Also ich bin echt ein bisschen happy. Also ich hätte, ja, ich meine, ich mache am Ende nochmal ein Fazit für euch. Jetzt für den Moment muss ich aber schon sagen, gefällt mir. Also es ist viel Cooles dabei. Also ist ganz nice. Ups. Ich gehe auch noch mal ganz kurz in den Cast, bevor wir jetzt ins Gameplay gehen. Noch mal ganz, ganz... Oh, ach nee, wir können ja einfach reisen. Kein Problem. Und da möchte ich noch mal ganz kurz, dass sie sich in Pose schmeißt. Girl, zeig mir mal bitte deinen tollen Blick. Oh, süß sieht sie aus. Guckt sie euch an. Das ist das neue Pack, ja, das Accessoire-Pack. Ja, mach das, Seattle on Prinzessin. Prinzessin. Oh, Sandra. Okay, cool. Dann haben wir das. Safe. Nice, Leute. Okay. Ja, voll, Sascha, das passt einfach so gut. Ab nach Oasis Springs, meine Lieben. Let's go. Hier werden wir sammeln, bis der Arzt kommt. Ist so. Ich sammle immer, bis der Arzt kommt und bis der sagt, ey, Girl, mach mal langsam sein. Dann sage ich immer, ja, okay, gut, dann mach mal ein bisschen langsam sein. Konzentriert baden mit Zitrus. Wie findest du es bis jetzt? Bitte? Was für ein Zitrus? Was mit Zitrus, Amadoria? Bist du in der Badewanne? Lecker, klecker, Lea? Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Bisher finde ich es echt cool. Also,
Ich mache am Schluss nochmal ein Fazit. Ich denke noch ein bisschen über das Kleidungspack nach. Ich werde euch am Schluss mal ein gesammeltes Fazit nochmal geben zum Kass und zum Baumodus und zum Gameplay. So, wo sind die ganzen Steine? Hallo? Hallo? Ist mal hallo? Hallo? Ach so. Oh Gott. Gerade eine komische E-Mail bekommen. Entschuldigung. Hä? Sag mal, hallo? Leute, könnt ihr mal bitte hallo in den Chat schreiben? Also, hallo? Kaputt oder was? Was denn das jetzt? Hallo? Was ist denn das jetzt? Ey, du weißt schon, dass ich mein Leben lang Sims spiele. Mach die Quests weg. Ist ja süß für jemand, der neu ist, aber hallo, 5000 Spielstunden will ich keine Quests mehr machen müssen. Hallo, Stein. Ah, ja! Stein gefunden. Danke, Leute. So, sonst hätte ich den nie gefunden, ne? Wollte eh hallo schreiben. Hallo, WC-Entchen. Ich hätte den nie gefunden. Oh, Bienchen, hi. Was ist da schon wieder los mit diesem Spiel, frag ich euch. Lena. Die Beisteine werden gebeten zu spawnen, bitte. Die Steine, bitte. Und Vicky, Hallöchen. Ja! Altmetall. Pff. Aber wir haben Pirit gefunden. Ich habe keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Geh weg. So, haben wir jetzt irgendwas schon als Fähigkeit? Wow! Edelsteinkunde, Leute! Herbstsonne, Hallöchen! Obacht, Leute! Jeder Sim weiß, einen glänzenden Edelstein zu schätzen. Aber Sims mit der Edelsteinkunde-Fähigkeit lernen, ihre eigenen Edelsteinkreationen anzufertigen, die sie selbst tragen, verschenken oder zu Geld machen können. Die Edelsteinkunde wird hauptsächlich über den Edelsteinkundetisch verbessert und durch das Finden und Sammeln von Metallen und Kristallen. Das Verbessern dieser Fähigkeit schaltet neue Schmuckdesigns und Edelsteinschliffe frei und erhöht die Anzahl der Metalle und Kristalle, die ein Sim findet. Vanity, Hallöchen, Leute, Mina, Hallöchen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein Pack brauchen für 10 Euro, aber jetzt, da wir dieses Pack haben oder kaufen könnten, bin ich schon der Meinung, dass wir das gebraucht haben. Also es ist auf jeden Fall nice to have. Ich finde nicht, dass man sich das unbedingt kaufen muss. Absolut nicht. Aber es ist ein nice to have. Und ich finde es cool, dass diese Steine endlich zu gebrauchen sind. Endlich können wir etwas tun mit diesen Steinen. Ich habe so oft in den Rex Riches diese Steine gesammelt und fand es immer so schade, weil man die einfach random verkauft hat. Ja, gehen Sie mal, Corvus. Und endlich bringt's was. Wieso ist mein Spiel eigentlich? Leute, ist mein Spiel leiser als sonst? Manchmal habe ich das Gefühl, dass nach Updates meine Spiellautstärke anders ist. Guck mal, da sind jetzt noch mehr Grabesachen. Nee, du grabst nicht nach einem Schatz. Wir brauchen Steine. Hey, guck, das meine ich mit Hochburg. Schaut mal, wie viele jetzt hier gespawnt sind. Uff. Ey, hallo? Und Eulchenkatze, Hallöchen. Ja, ein paar davon, Vanity, absolut. Nee, am Dienstag gab's ein Update. Ich würde jetzt einfach mal ein paar sammeln und dann können wir nochmal gucken, Monique, ob wir noch ein paar kaufen wollen. Jetzt für den Moment würde ich einfach mal ein paar einsammeln, weil das bringt uns ja auch unser Bestreben dann hoch. Und eigentlich, wenn jetzt hier so viele auch sind, dann können wir das ruhig mal machen. Guck mal, hier sind ja überall Steinchen. Ich glaube, ich würde ihre Bedürfnisse gleich hochcheaten, damit wir uns das alles in Ruhe anschauen können, ohne dass sie gleich ihrem Leben nachgehen muss. Ab 19 Uhr ist das Pack zum Kauf erhältlich. Genau, auf der anderen Straßenseite noch. Ich kenne mich aus wegen der Rex Riches. Ich kenne mich aus. So, Girl.
Let's do it. Wir spulen mal. Oh, Tegela, schön, dass du es reinschaust. Mach's dir gemütlich. Ich freue mich sehr. Okay, jetzt haben wir ja mal ein paar, ne? Sollen wir mal nach Hause gehen? Ey, da ist immer noch einer. Oder ist der schon wieder... Ey, die sind doch gerade wieder gespawnt. Ey, geil. Die nehmen wir auch noch mit. Also, wenn die uns da vor die Füße spawnen, mein Gott, dann müssen wir sie auch mitnehmen, ne? Ich sag ja, das ist Hochburg. Oasis Springs ist Steinhochburg. Aber macht ja auch Sinn, ist ja auch ein bisschen Wüste hier. Johanna, hallöchen. So, okay. Und Lena, willkommen zurück. Ab nach Hause. Diana Zorro. Dadadam. Süß, guckt mal. Oh. Der leuchtet. Ja, wir können nicht aufladen, weil es kein Mond ist, Leute. So, also, das ist unser... was können wir alles tun? Achtung! Edelstein schleifen, zufälligen Schmuck entwerten. Schmuck entfernen. Edelstein schleifen. Ach, man kann die auch Easy Street kaufen. Kann nicht gekauft werden. Nicht alle. Okay. Also lasst uns mal eins nach dem anderen schauen. Wir haben Edelstein, Stufe, Fähigkeit, Stufe 1. Soll ich uns mal Stufe 10 geben? Komm, Leute, wir machen uns mal Stufe 10, weil wir wollen ja alles kurz in diesem Review testen, okay? Ich mach mal maximale Stufe, okay? Ich glaube, das ist ja in unser aller Interesse. Entwerfen statt entfernen? Entwerfen steht hier. Entwerfen. Okay. Was können wir wählen? Ein Design. Ui. Wir machen ein Herz. Irgendwie und irgendwo und irgendwann fängt das Leben an. Irgendwann wirst du dich wieder verlieben. Du musst nur den richtigen irgendjemand finden. Memento Funkli. Nimm ihn in die Hand, halt ihn hoch und rufe, mach auf. Hast du dich verwandelt? Aus irgendeinem Grund scheint dieser Edelsteinschliff perfekt zu einem Haarband zu passen. Jasmin, bitte. Verliere dich in bunte Tiefen dieses geheimnisvollen Samens und male dir aus, welche wundersame Pflanze aus ihm wächst. Bitte iss diesen Edelstein nicht, egal was der Name verspricht. Birnenförmiger Edelstein. Kurz und knapp, dieser Edelsteinschliff ist atemberaubend. Was kam zuerst, der Kristall oder der Edelsteinschliff? Eine weiche, runde Form, die natürliche Brillanz des Kristalls hervorhebt. Dein eigener kleiner Kristallkurm, der eines Exarchen würdig wäre. Zeige der Nachbarschaft mit diesem Zwerg aus Kristall, wer hier wirklich das Sagen hat. Gut, wir machen ein Herz. Für euch, die Community. Macht es, Janni. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. So. Oh mein Gott, das ist ja kompliziert. Also, wenn wir den Kristall auf der Kristalltafel aufladen, die Beziehung des Sims zu seinen Familienmitgliedern steigt schneller, die Stimmung wütend verschwindet viel schneller. Sim erhält doppelt so viele Zufriedenheitspunkte beim Abschluss von Wünschen und Bestreben. Dieser Sim kann den Sensemann nach Belieben rufen. Sim hat immer Erfolg, wenn er um das Leben eines anderen fleht. Sim verbessert schneller kreative Fähigkeiten. Sim fertigt mit größerer Wahrscheinlichkeit Meisterwerke ab. Sim leidet nicht unter Schreibblockade. Sims werden bei kreativen Dinger bla bla. Oh mein Gott, Leute, die können ja alle... Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, das wollt ihr von mir auch überhaupt nicht hören, ne? Sim kann nicht sterben. Bitte! Sag das Zauberwort und du hast die Macht.
Wie passend war das denn jetzt gewesen? Sascha, danke schön für deine 700 Bits. Das hat sehr, sehr gut gepasst. Danke schön für deinen Support, ey. Cooler Moment auch rausgesucht. Voll lustig. Sims bekommen mit höherer Wahrscheinlichkeit Zwillinge oder Drillinge. Das probieren wir einmal aus. Aber es muss halt erst aufgeladen werden. Naja, wir können ja auch einen Mond cheaten. Kein Problem. Gut. Let's go. Jetzt ist sie müde. Ich glaube, ich spinne. Dir geht's super, Girl. Mal gucken, wie lange das jetzt so dauert. Ich möchte ein schönes Foto machen von dieser wunderschönen Frau in dieser schönen Situation, dass sie uns einen Edelstein kreiert. Das sieht schon cool aus, ne? Ja, die Animation ist ganz schön. Wer der Radfahrer? Hallöchen. Macht es, Mio. Ist schon schön. Macht sie cool mit dem Schleifen auch, ne? Es wirkt auf jeden Fall umfangreicher. Unser Lieder, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Frag mich ja, wie lange sie das jetzt macht, ne? Fertig? Nee. Gut, guck mal noch eine Weile. Ist das jetzt fertig? Okay. Wartet mal, vielleicht können wir... Wait, für wie viel Geld können wir das verkaufen? Moment! Für 1000 Simoleons? Auf der Kristalltafel aufladen, weil noch hat es keine Fähigkeiten, das Ding. Dann bringen wir es mal runter zur Kristalltafel. Okay, raus mit dir. Okay, es liegt jetzt da, ne? Kannst du da... Ich glaube, sie kann sogar mehrere Produkte drauflegen. Das probieren wir mal aus. Zufälligen Schmuck entwerfen. Ja, do it. Mach mal zufällig. Jamie, hallöchen. Vielleicht hat man da auch manchmal Glück und kriegt ein richtig geiles Set, ne? Ey, cool, Ina. Das ist ein cooles Geschenk. Vielleicht, ne, kann man da richtig Glück haben. Oh, wo ist sie denn? Hi, Girl. Naja, gut. Staubsaugerroboter, geil. Ich habe ihn Sir Cleanelot getauft. Nein, wie cool. Wir haben unseren Sir Flancelot und du hast deinen Sir Cleanelot. Das ist ein toller Name. Schön. Das ist super. Unsere heißt Murmel. Aber Sir Cleanelot ist natürlich großartig. Das ist auch ein bisschen cool, ne? Was ist das für ein Ding? Oh, jetzt hat sie einen Ring gemacht. Ein Plumbob-Ring. Schön. Die Beziehung des Sims zu seiner Familie. Ah, das ist das, was wir schon gelesen hatten.
Das soll sie auch mal aufladen gehen. Und dann... Edelsteine schleifen. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Wir haben einmal die Möglichkeit zu schleifen und einmal die Möglichkeit, Schmuck zu entwerfen. Oh, wie cool. Also ich habe aber auch gerade Nicole auf Level 10 der Fähigkeit hochgecheatet, gell? Wow. Das sind ja mal richtig viele Schmuckstücke. Sorge mit diesem himmlischen Armband für die Welle des Erstaunens. Aha. Okay. Wir nehmen mal so krasse botanische Ohrringe. Dann will ich ein richtig krasses Material auswählen. Guck mal, so ein paar Sachen muss man aber finden scheinbar. Und Nova Castor, willkommen im Stream, Hallöchen. Danke für dein Follow. Ja, genau, Verlobungsring kann man auch machen. Wir haben jetzt halt niemanden, den wir heiraten könnten, aber ja. Nehmen wir irgendwas Teures, hä? Huh? Solarium, kenne ich. So, und jetzt können wir die Fähigkeit wählen. Diamant. Entwickelt seltener Beziehungsängste, verringert sich langsamer. Simse mit der Interaktion im Bett entschuldigen, immer erfolgreich. Das heißt, sie werden zum Sexgott. Wow! Energiebedürfnis verringert sich und wird langsamer. Die Alienkräfte deines Sim laden sich schneller wieder auf. Das ist so krass. Sim gewinnt schneller an Energie, wenn er schläft. Sim hat die Chance, nach einem Klartraum inspiriert zu werden. Beschämt verblasst schneller, das nehmen wir. Wird keine unangenehme romantische Interaktion haben. Sim entgeht unangenehmen Techtelmechtel-Situationen. Also, wir bezahlen jetzt 620. Können wir uns das mal merken? Wir bezahlen 620 für diese botanischen Ohrringe insgesamt. Durch Material und so weiter. Ah, da passen echt mehrere drauf. Das ist natürlich cool. Und dann wird es einen Vollmond geben. Was man hat, hat man. Ja, ist so. Man kann es auf Vorrat haben. Da hast du natürlich recht. Ja, hast ja recht, ne? Sie mag Edelsteinkunde sehr gerne. Habe ich gehört. Aha. Okay. Und jetzt? Anziehen? Nein! Wow. Ja, die hat sie an. Ui. Das ist schon cool. Und ich hätte jetzt wählen können, ob sie es bei allen Outfits anzieht oder nur bei dem einen Outfit. Kann sie bitte auch wieder ausziehen? Ah, interesting. Schmuck entfernen von aktuellem Outfit. Oh, jetzt wäre es aber weniger wert. Vielleicht wird es mehr wert, wenn wir es aufladen gehen. Das probieren wir mal aus. An der Kristalltafel aufladen. Und dann wird es natürlich mal ein... Jetzt gibt es halt einen Vollmond heute Nacht. Wobei, ich glaube, die brauchen gar keinen Vollmond, oder? Ich glaube, denen reicht generell die Nacht zum Aufladen, könnte ich mir vorstellen. Zwischen 19 und 7 Uhr. Ich soll mal schlafen gehen, dann geht die Zeit schneller voran. Oh. Sie hasst ein bisschen ihr Leben. Naja. Wer schwimmt hier rum? Hallo, Fische! Ah, lädt auf. Cool, es lädt jetzt auf. 4 Stunden bis zur vollständigen Aufladung. Wir haben jetzt gerade abnehmender Dreiviertelmond. 9,99 kostet das Pack. Das ist ein Accessoire-Pack. Jetzt lasst mich doch in Ruhe mit euren Entdecker-Quests, bitte. Ist ja nett, dass es sowas gibt, aber ich brauch's doch nicht. Ich sollte das mal ausschalten, ha? Huh?
Ach, was weiß ich nicht. Ja, das werden wir jetzt mal schauen, Nicole. Die sind jetzt vollständig aufgeladen. Ah ja, guck mal, jetzt sind die Ohrringe 700 wert. Wir haben wie viel bezahlt? 600 irgendwas? Oh, Entschuldigung. Man kann das Ding ja sogar mitnehmen. Ach. Sammeln wir alles ein. Jetzt hör mal auf, alles zu hassen. Tutorials und Tipps? Oh, danke, Birte. Jetzt keinen Bock gehabt, mich überall durchzuklicken. Wo? Tutorials und Tipps? Ah, das macht auch irgendwie Sinn, ne? Entdecker-Quest. Wie oft muss ich die eigentlich noch deaktivieren? So, okay. Gut. Was haben wir hier? Anziehen? Aktuell im Outfit tragen. Verbliebene Ladung 2 Tage. Ja, krass, okay. Aber das finde ich auch okay, weil stell dir mal vor, du ziehst einen Armring, einen Ring und noch Schmuck an und dann hast du irgendwie voll den krassen Vorteil. Das bringt ja auch nichts, ne? Also, das finde ich ja auch blöd irgendwie. Okay, wenn die... Aber was machen wir jetzt damit? Wo muss das hin? Also, wir haben ja jetzt diesen Stein. Muss der jetzt... Man zieht das auch mal an. Oh, Schissel. Das clasht natürlich mit den Wimpern, ne? Ja, das ist halt ein CC-Problem. Ja, da muss ich andere Wimpern wählen. Ich frag mich halt, wenn sie das jetzt hat, ob sie das im Inventar haben muss, damit es funktioniert. Wahrscheinlich, oder? Ob jemand mit uns Liebe machen will? Wir kennen leider niemanden. Ach, wie schön. Das ist eine Box. Das ist eine Box, wo man den Schmuck aufbewahren kann. Eine Schmuckschatulle. Kann sie das auch da drin aufbewahren, während sie es nutzt? Nee. Okay. Ich frage mich, ob das halt in der Nähe sein muss, ne? Ha, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Jetzt ist es nicht mehr so schwubbelig. Hallo, möchte jemand ein Baby? Hallo? Oh, Vladislaus, hallo! Das ist ja so ein Zufall! Hallo? Sim wird keine unangenehme romantische Interaktion haben. Ey. Blausi, was ist denn los? Wolltest du nicht? Bitte! Franz, hallöchen! Er freut sich voll. Jetzt ist er schon ein bisschen hot auch. Er ist ein bisschen hot. In Umkreis von 4 Kästchen? Nee! Das ist doch unpraktisch. Sollen wir es lieber ins Inventar packen dann? Sollen wir es dann einfach ins Inventar packen? Komm zurück, Pina. Das muss dann wahrscheinlich auf dem Nachttisch liegen. Dann wird es funktionieren. Wir legen es mal aufs Nachttischchen. Ja. Oh Mann, das ist so cool, dich zu treffen hier, Vladislaus. Ich wollte unbedingt mal was ausprobieren. Und du siehst mir aus, als wärst du offen. Ey Leute, es funktioniert halt wirklich. Wir machen hier krasse romantische Techtel-Aktionen hier. Ja, er lehnt es nicht ab. Er lehnt es nicht ab. Ich hab's aufs Nachttischchen gelegt, Manja. Hä, wie krass aber, oder? Das ist ja voll die Win-Win-Situation. Ich meine, ich kann den voll verführen. Das ist ja Easy Street. Also ich habe es leider gerade auf den Baumodus gedrückt, deswegen müssen wir leider kurz warten. Aber... Geil.
Ja, das dauert jetzt einen Moment, ne? Das ist lieber auf den ersten Blick. Okay. Tofukas, bitte. Ja, Vladislaus, es wäre voll gut, wenn du mit ins Schlafzimmer gehst. Komm mal mit. Versuchen Sie eine Schwangerschaft mit Vladislaus. Wir verstehen uns halt gar nicht mit ihm, aber sexuell sind wir auf einer Ebene, Leute. Wir sind da auf einer Ebene. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder auf Baumodus geklickt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen inkompetent gerade. Bitte! Ihr Lieben auf YouTube, ich habe gerade kurz Pause gedrückt, aber wir waren nicht schwanger beim ersten Versuch. Aber sie hat ein Moodlet hier unten und zwar Zeit für eine Kinderüberraschung. Wenn Crystal schwanger wird, bringt sie wahrscheinlich Zwillinge oder Drillinge hervor. Wir werden jetzt gleich zwei, dreimal Liebe machen. Okay, zum Glück gilt er noch zwei Tage. Vielleicht, also, wir hatten jetzt noch zweimal. Also bitte reiß dich ein bisschen am Riemen, ne? Oh, er hasst uns halt, aber wir wollen ein Baby von ihm, ne? Feldschleim, Hallöchen. Ja, das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Wow. Was? Wir sind schwanger? Nein. So eine Überraschung. Wow. Wow. Nein. Aber wir gucken im Kass nach, oder? Ihr ist ein bisschen übel. Wir gucken mal im Kass, okay? Seid ihr bereit zu erfahren, was es wird, wie viel es wird? Ob es geklappt hat. Ich bin gespannt. Wollen wir eine Vorhersage machen? Ananas, Hallöchen. Wollen wir eine Vorhersage machen? Jasmin, hast du Bock? Das war aber eine ganz schön dreckige Nummer. Ja, sie war doch schon duschen. Und Nani, Hallöchen, auch an dich. Wie viel kriegt sie? Ja. Ein Baby, zwei Kinder oder drei. Wir machen eine Umfrage, Leute. Also, sie hat eine erhöhte Chance, durch diesen Stein Mehrlinge zu bekommen. Es können bis zu Drillinge werden, also bis zu drei Babys gleichzeitig. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, das wäre auf jeden Fall was für Ella. Definitiv, Jessica. Zwei oder drei werden wir eine Vorhersage machen. Ihr könnt abstimmen, ihr könnt eure Punkte verzocken, wenn ihr wollt, ob ihr denkt, dass wir ein, zwei oder drei Babys bekommen. Das ist das Voting von Twitch, also Twitch-Zuschauer können gerade abstimmen, ihr leider auf YouTube immer nicht, aber ihr könnt ja trotzdem eure Vermutung gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es wird, ob es eins, zwei oder drei werden. Und Ananas, Dankeschön noch für deinen Follow, vielen, vielen Dank. Ja, geil. Ja, schon sehr lustig. No risk, no fun, Kinders. Ist so. Finde ich sehr lustig. Aber Achtung, Glücksspiel kann süchtig machen. Und so. Und so weiter, Avateria. Und so weiter. Ist auch immer ein bisschen gefährlich, das Internet. Okay, die Vorhersage läuft noch, aber ich glaube, jetzt ist sie beendet, ne? Okay, 16% denken, es wird ein Baby, 48% denken zwei und 36% denken drei. Sie bekommt... Bitte was? Ein Baby? Nee, eins? Null Männchen und ein Weibchen. Nein, ich bin enttäuscht. Was ist denn das für ein Stein? Lüge. Das ist doch Lüge. No, das ist blöd. Aber was sagt uns das, Leute? Never vertrauen den Magic-Steinen, okay? Das ist eine Überraschung. Das ist Schiebung auch ein bisschen vom Spiel. Das ist ein bisschen enttäuschend. Jetzt haben wir ein Kind an der Backe. Super. Dabei war das nur ein Test, ne? Geld zurück. Ja, also der Stein der Weisen ist zwar, also... Gut,
Wir haben kein Rückgaberecht scheinbar. Nee. Der Stein sagt, kann passieren, nicht wird. Ronja, wir haben da ein bisschen mehr Vertrauen in den Stein gehabt. Ich möchte auch diesen Dingen vertrauen, die wir herstellen. Verstehst du, was ich meine? Ich find's frech. Nö, also das, Nee, also das. Also bitte, 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 bitte. Was wollen wir uns noch von dem Pack anschauen? Haben wir alles gesehen? Wir können auf jeden Fall Schmuck und Steine herstellen. Das ist ziemlich cool. Die Steine müssen also in der Nähe von dem sein, was sie tun. Ich vertraue keinem Stein mehr. Ist so, gell? Ja, danke Jasmin für die Vorhersage. Wir haben richtig schöne neue Möbel. Der Kassinhalt ist auch hübsch. Dazu sage ich dann am Ende auch nochmal was. Ansonsten... Diese Setzkästen sind auch sehr, sehr schön. Da können wir auch nochmal vielleicht diese Dinger reinmachen. Das ist schon cool, ne? Also die Kästen, diese Vitrinenboxen gefallen mir auch sehr gut. Mehr Stein als Sein. Ja, ist so. Absolut, ey. Enttäuschung. Absolute Enttäuschung. Ne? Nichts für Ella. Ja, wir werden es trotzdem probieren. Backfee, Hallöchen. Ja, haben wir natürlich gemacht vorher. Der ist aufgeladen worden. Der hält jetzt noch 2 Tage. Aber es irgendwie, ja, hat er trotzdem nichts gebracht. Aber sie hat auch das Moodlet bekommen. Also jetzt nicht mehr, aber sie hatte auch das Moodlet, dass der Stein eine Wirkung auf sie hat, ne? Bei AstroTV heißt es doch, man bekommt Mehrlinge hier. Quack, quack, so kann man sich täuschen, ne? Das weiß ich nicht, Lilly. Also es hat eben jemand, wir hatten das geschrieben mit denen, oh sorry, das kann ich mal wieder ausblenden. Wir hatten das eben geschrieben mit denen, dass es 4 Steinchen, also 4 Kästchen in der Nähe liegen muss. Wenn beide so einen Stein tragen, den haben sie nicht getragen, der war ja hier. Ne? Also der war neben dem Bett gelegen sozusagen. Und Dani, Hallöchen. Also müsste eigentlich dann schon zählen, ne? Streng genommen zumindest. Ja. Wir wurden übers Ohr gehauen. Ich glaube auch. Bisschen unangenehm. Bei Ella funktioniert der bestimmt. Ich frage mich, ob man das auch kaufen kann. Ob man den Schmuck bestellen kann. Im Internet. Haben wir einen Computer? Natürlich haben wir keinen Computer. Natürlich haben wir keinen Computer. Warum? Was ist denn das für ein Haushalt hier? Ich mach gleich nochmal Fazitrunde, Sumima. Mach das, Jessica. So, lass uns mal bei Bestellungen gucken. Müsste aber auch am Handy eigentlich gehen, ne? Kristalle kann man auf jeden Fall kaufen. Aber... keine fertigen Schmuckstücke. Ist aber okay, ne? Also finde ich jetzt nicht schlecht. Was soll ich dazu schreiben? Bei was denn, Jasmin? Okay. Doch, machen wir gleich, Dani. Über den MC Command Center kannst du das machen, Mailumir. Ich guck mal über Plopsi. Wie kann man denn über Plopsi was kaufen? Ich kauf nie. Ah, Handy, ne? Ich kauf nie irgendwas über. Hä? Komm, warte mal. Ich habe noch nie was über Plopsi gekauft. True. Nee. Aber ich habe noch nie was über Plopsi gekauft. Cool. Ja. Okay. Ja, nö, okay. Ceci hat durch. Oh, der Kristallbaum, ja! Hä, warte mal, wie kann man den pflanzen? Den Samen kann ich herstellen, lass mich mal gucken. Schmuck entwerfen, Edelstein schleifen. Puh.
Nee, wüsste ich jetzt nicht. Aber vielleicht gehen auch diese kleinen Dinger. Studieren kann sie das. Beim Schleifen war das. Warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz, was sie damit macht. Guckt sie sich jetzt einfach schön an. Okay. Beim Schleifen? Ah! Samenförmiger Edelstein! Das macht ja irgendwie Sinn. Wir bauen einen schwarzen an. Sim hat immer Erfolg, wenn er um das Leben eines anderen Sim bettelt. Okay. Ja, das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Ach so, sie ist ja jetzt schwanger. Das ist Mist. Anni, Hallöchen. Also, ich mache gleich nochmal ein Fazit, wenn wir hier durch sind. Aber ist eher positiv. Also, ja, ist eher positiv. Aber ich mache gleich nochmal ein abschließendes Fazit zu allem. Ach so, da ist da der Samen. Okay, cool. Gehen wir mal runter damit auf den Boden und pflanzen ihn einmal. Ach so, warte mal. Da steht jetzt jemand vor unserer Haustür. Gehst du bitte? Wir haben Missionen. Geh weg. Pflanzen! Das ist schon cool! Gießen! Okay, wir machen natürlich, weil wir krass sind, wir machen natürlich Pflanzenentwicklung bereit zur Weiterentwicklung und wir machen Wachstumsstadium blühend. Wow! Leute, look at this! Ja? Oh! Und was macht der jetzt? Wow. Der sieht ja schön aus. Oh, stellt euch mal einen Garten vor mit ganz vielen. Ist ihm kalt? Ich glaube, ihm ist kalt. Komm, wir machen noch einen. Ich will wissen, ob die alle so schön sind. Wir machen noch einen pinken. Oh, wahrscheinlich haben die alle die gleiche Farbe. Aber das wäre irgendwie toll, wenn es unterschiedliche Farben geben würde noch. Oh, das fände ich ja auch insane, gell? Okay. Aber ich glaube, es gibt keine unterschiedlichen Farben. Machen wir uns mal nichts vor, okay? Machen wir uns mal nichts vor, ne? Sonst sind wir nur enttäuscht. Ich glaube auch, dass die alle gleich sind. Aber stell dir mal vor, man könnte so einen Garten machen. Wo ist dein Samen? Hör mal auf, alles zu hassen. Ups. Nimm den mal mit runter. Ich glaube auch, dass man dann Kristalle als Frucht abernten kann. Also, das kann ich mir jetzt nur so vorstellen. Wir werden auch diesen... Warte mal, wir machen mal gesprossen. Oh, süß! Da ist doch noch ein Babybaum! Ja, aber tatsächlich sind die dann wirklich klein halt, ne? Ja, ich habe gerade aus Versehen draufgeklickt, Caroline. Aber das macht nichts, deswegen ist sie trotzdem schwanger. Wenn sie ins nächste Trimester kommt, wird es wieder angezeigt. Ich habe mich verklickt, leider. Aber ist nicht schlimm. Frucht erzeugen. Da kommt keine. Oh, warum? In der Saison? Blühend? Oh. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann man die auch nur nachts ernten. Geh mal schlafen. Vielleicht nur nachts, ne? Wie meinst du weiter oben? Vladislaus, was gibt's? Nee, keine Zeit für eine Verabredung. Du bist zwar der Vater unseres ungeborenen Kindes, aber wir haben leider gar keine Zeit für dich. Hm. Schade. Ach so, du meinst weiter oben im Baum? Nee, das ist ja ein Objekt sozusagen. Aber da gibt's auch irgendwie nichts mit Ernten, ne? Na, wir gucken mal. Och, Vladi war schon wieder da. Geh bitte. Vielleicht ist ihre Fähigkeit auch ein bisschen zu schlecht. Machen Sie mal zu Level 7.
Ist er nicht in der Saison? In der Saison, doch. Doch, doch. Ja, wir gucken mal am nächsten Tag jetzt. Oh, habt ihr gesehen? Das hat unten plötzlich einen Sprung gemacht. Oh, da sind ja voll viele verschiedene Kristalle dran. Ja. Oh mein Gott, ist das cool. Achtung. Da sind super viele verschiedene Kristalle dran. Oh mein Gott, das ist auch eine geile Einkommensquelle, gell? Aber sie brauchen natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, um das überhaupt erstmal machen zu können. Ja, das ist schon cool. Ja, ja, Dani, hab's schon auf dem Schirm. Steht schon auf meiner Geldverdienerliste. Cool. Also sehr, sehr cool. Misio, hallöchen. Ich glaube, wir haben dann aber alles gesehen, oder? Also nochmal ganz kurz zum Thema Kass. Ich finde die Create-a-Sim-Inhalte echt schön. Also ich hätte mir jetzt nichts irgendwie anderes gewünscht. Ich finde die Frisuren ganz hübsch, haben mir jetzt auch sehr gut gefallen bei ihr. Ich finde die Klamotten schön. Also diese Weste ist eigentlich eine Männerweste. Also sie wird unter der Kategorie Männer geführt. Finde ich bei ihr jetzt auch sehr, sehr schön. Also steht ihr auch sehr gut. Die Kleider waren wirklich hübsch. Also mein Highlight-Kleid, das war auf jeden Fall dieses hier. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich richtig hübsch. Werde ich bestimmt auch in den anderen Let's Plays ab und zu mal tragen. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher. Ich finde auch die Kette, die mit dem Pack mitkam, also die Standardkette und die Standard-Ohrringe auch sehr, sehr hübsch. Also die gefallen mir auch richtig gut. Ich finde es schön, dass diese Swatches da sind. Auch mit dem Gold, ne, und dieser Farbe noch mit drin. Sehr hübscher Schmuck. Also ganz tolle Variation. Zudem hat sie die Möglichkeit, selbst Schmuck herzustellen. Da gibt es auch relativ viel Auswahl. Und sie kann den Schmuck dann eben tragen, wie jetzt hier bei Alltagsoutfit. Ihr könnt aber auch sagen, dass sie bei jedem Outfit den Schmuck anziehen kann. Ich habe jetzt in dem Fall das nur fürs Alltagsoutfit gewählt. Finde ich auch ziemlich cool. Besonders, weil diese Ohrringe jetzt auch 2 Tage eine Fähigkeit haben. Und das finde ich auch gut gewählt, dass man die nicht ständig aufladen muss, aber dass sie auch nicht völlig immer irgendwie ihr ganzes Leben jetzt verfügbar sind. Finde ich gut. Was ein bisschen blöd ist, ist natürlich, dass jetzt die Armbänder mit meinem Custom Content glitschen, also mit den Wimpern. Aber das habe ich auch bei normalen Armbändern. Da muss ich einfach selbst gucken, wie ich das mit den Wimpern mache. Aber das ist nicht das Problem von dem Pack, sondern nur ein CC-Problem. Das kriege ich aber gelöst. Dann finde ich es cool vom Baumodus her. Achso, ich finde es auch schön, dass Säuglinge Ohrringe haben. Finde ich sehr, sehr süß. Vom Baumodus her, finde ich, sind echt schöne Objekte dabei. Also wir haben oben ein ganzes Zimmer eingerichtet. Es ist ein sehr schönes Arbeitszimmer. Es sind sehr schöne Sachen dabei. Diese Vitrinen werden auf jeden Fall in meinen Let's Plays Platz finden. Definitiv. Auch diese Schmuckkollektion hier finde ich cool. Ich finde auch diesen kleinen Koffer cool, den man einstecken kann, wo man auch Schmuck lagern kann. Ne, finde ich auch sehr schön. Auch die Werkbank finde ich cool. Die macht wieder, ne, den ganzen Schmuck. Also man kann 2 Varianten von Schmuck herstellen. Man kann einmal Steine herstellen, Edelsteine, und einmal Schmuck. Und das ist ziemlich cool, weil du hast halt verschiedene Möglichkeiten, wie du was auswählen kannst. Das mag ich auch total. Dass man da eben auch die Fähigkeiten wählen kann. Und ich habe ja lang nicht alle Fähigkeiten angeschaut. Jetzt jeder Stein hat andere Fähigkeiten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig gemacht. Bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Gameplay mit rein. Der Fähigkeit, also ich bin froh, dass es eine neue Fähigkeit gibt, und zwar die Edelsteinkunde. Damit kann man eben, die wird gelevelt, wenn man auch Steine erntet und abfarmt und so, das finde ich cool. Man hat ein neues Bestreben und kann da relativ viel machen. Das finde ich auch schön. Ich glaube, das Bestreben ist auch gar nicht mal so einfach. Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren in einem meiner nächsten Let's Plays. Wie gesagt, ich plane auch auf Twitch ein kleines Let's Play dazu. Auf dem Insane-Truck-Kanal. Ich weiß noch nicht genau, wann das startet, aber es soll auf jeden Fall was dazu kommen. Da gebe ich euch aber auch nochmal Bescheid. Und ja, also Fazit, 9,99 € finde ich cool für das Pack. Es ist ein fairer Preis dafür, dass so viel Inhalt mit reinkommt. Es ist kein Must-Have, also ich bin der Meinung, dass es nicht jeder braucht, aber es ist ein cooles Pack. Gerade in Kombination mit Dschungelabenteuer, wenn man sowas gerne spielt, und mit Kombination mit Reich der Magie, also mit der Magierfähigkeit, finde ich das echt cool. Ich habe es hochgecheatet, Lena, damit wir es uns angucken können. Genau, mit der Karriere finde ich das auch cool in Kombination. Ich meine, gerade mit diesen Magierbäumen ist schon schön, glaube ich, wenn man das in Kombination mit werde
nee, Reich der Magie, meine ich, spielt. In Glimmerbrook stelle ich mir dieses Pack sehr, sehr schön vor. Das, ja, kann ziemlich cool sein, glaube ich, wenn man dann so eine kleine Hexe spielt, die sowas erforschen will und so. Ja, ist glaube ich, schon sehr, sehr cool. Und Sarilein, Hallöchen, Dankeschön für deinen Follow noch. Schön, dass du reinschaust. Ja, cool. Carrie, ich hoffe, du hattest einen guten Tag heute. Gibt's eine Freelancer-Karriere dazu? Oh, gute Frage, Jenny. Das schaue ich mir nochmal an. Nee, leider nicht. Es gibt halt die Manufaktur. Nee, leider nicht. Oh, das ist echt sad, ne? Das habe ich mir tatsächlich noch gewünscht, dass es noch eine Karriere gibt dazu, passend. Aber andererseits ist es natürlich auch ein cooles Hobby, ne? Und man hat ja den Verkaufstisch. Das heißt, man kann selbst den Schmuck dort anbieten und verkaufen. Ja, also braucht man jetzt nicht unbedingt. Prozent Aufschlag. Wer kommt zum Kaufen? Hallo, Leute! Wer will denn mein Zeug kaufen? Hallo! Hallo? Es will keiner kaufen. Oh, scheiße. Naja, gut. Da steht sie wahrscheinlich noch. Und wenn sie nicht gestorben ist, steht sie noch heute an dem Stand und versucht, ihr Ehrenring zu verkaufen. Cool. Genau, also Fazit zu dem Pack. Es ist ein sehr schönes Pack. 9,99 ist okay, finde ich. Es bietet sehr viel Inhalt. Es ist natürlich eine absolute Geschmackssache. Nicht jeder braucht es in seinem Spiel. Ich persönlich bin einfach nur sehr froh, dass es jetzt eine Möglichkeit für mich gibt im Spiel, irgendwas mit diesen ganzen Steinen zu machen, weil ich fand es immer super schade, die einfach nur zu verkaufen. Klar, man hätte sie vorher auch zu diesem Geotypen schicken können, aber das hat für mich sich auch irgendwie so unnötig angefühlt. Ich finde es irgendwie schön, dass man jetzt eine zusätzliche Möglichkeit hat, auch das zu verwerten. Und jetzt fühlt sich das irgendwie so sinnvoll an, diese Steine auch auszugraben, wisst ihr? Ja, ich schau mal, wie ich das in der Million-Dollar-Girl-Challenge verwenden kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Für euch, ihr Lieben, auf Twitch geht's weiter. Wir spielen jetzt die Vermieter Rex Riches noch ein Part. Und für euch auf YouTube beende ich die Aufnahme. Schreibt mir super gerne eure Meinung zu dem Accessoire-Pack in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben, auf YouTube. Und tschüssli, bye.